Durch die Teilnahme beim ESC, egal wie du abschneidest, hat sich in deinem Leben sehr viel verändert, glaube ich. Was hat sich für dich jetzt in dieser extrem kurzen Zeit verändert? Ja, man merkt schon den Unterschied ein bisschen. Einfach. Die Aufmerksamkeit ist einfach andere. Ansonsten ist es sehr viel mehr Arbeit jetzt im Moment natürlich, aber auch schöne Arbeit. Sprechen dich schon Leute auf der Straße an, wirst du beglückwünscht, sagen sie toi, 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 alles Gute. Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Ja, ab und zu, aber es passiert wirklich ganz selten und ich habe eher das Gefühl, ich bin noch sehr inkognito. Also es hat sich nicht viel verändert seit davor. Was ist in deinem Koffer mit? Was auf jeden Fall mit dabei ist, meine Gitarre und ein MIDI-Keyboard und mein Laptop, damit ich Musik machen kann und Kopfhörer. Ganz viele Unterhosen, BHs in allen möglichen Varianten, damit sie überall dazu passen. Socken und zwar doppelt so viele, damit ich Sport machen kann. Sportband, das ist auch ganz wichtig. Ganz wichtig auch Bikinis natürlich, aber vielleicht nicht so viele, dass ich mir da unten noch welche kaufen kann. Und Zahnbürste. Und Zahnpasta. Bist du ein abergläubischer Mensch? Wird von dir irgendein Glücksbringer oder ein Andenken oder irgendetwas mitkommen, an das du glaubst, dass du einfach manchmal gern bei dir hast auf Reisen? Nein. Also meine Mitbringsel sind ja immer meine Tätowierungen eigentlich. Aber ob ich dazu kommen werde, weiß ich noch nicht. Was gibt dir Energie in stressigen Zeiten? Also was mir dort auf jeden Fall wahrscheinlich Energie geben wird, ist Quality-Zeit mit meiner Schwester zu verbringen, die ja mit fährt. Und ja, da kann ich einfach immer ich sein und das ist wieder so ein bisschen, wenn man runterkommt und dann geht's wieder. Gibt es Tricks und Tipps, wie du deine Stimme pflegst? Ich habe das Glück, dass ich schon sehr, sehr lange Zeit meine Stimme regelmäßig trainiere und sie hält ziemlich viel aus mittlerweile. Und ansonsten ist der beste Tipp eigentlich, einfach nicht so viel drüber nachzudenken, weil je mehr man drüber nachdenkt und je mehr man sich denkt, vielleicht werde ich jetzt nicht krank und heiser und ich spüre es schon. Desto schlimmer wird es meistens und deshalb einfach chillen und ja, es muss sowieso gehen, deshalb, du musst sowieso raus. Ich muss sowieso raus auf die Bühne. Was hast du vor vom ESC mitzunehmen? Sind es Erfahrungen, die du gerne sammelst, Erinnerungen, Freundschaften, neue Kontakte? Ich glaube eine Mischung aus allem, also sowohl Menschen, die kennenlernen, die vielleicht Freunde werden, wo man Freunde wird und wo man sich austauscht, ja? Irgendwelche Kooperationen, Leute, mit denen man dann arbeitet später. Ja, und einfach die Erfahrung, es ist eine mega Erfahrung, ja? So eine Show ist riesig, du lernst so viel, du lernst einfach on point zu sein. Unwiederbringlich.